Der Blick wird trüb, alles wirkt verschleiert und verschwommen. Vor allem Menschen über 60 kennen das Problem. Grauer Star, eine der häufigsten Augenkrankheiten. Die Operation dauert gerade mal 30 Minuten. Allerdings, nicht jeder lässt sich operieren. So, ich tickle das Auge ab. Es gibt heute sicherlich eine gewisse Dunkelziffer in der Bevölkerung, speziell in den Bereichen der Bevölkerung oder in den Gemeinden, in den Bereichen im flachen Land, wenn man so will, die sehr weit weg sind von einer adäquaten Versorgung und die dann einfach mit diesem Mangel, zum Beispiel des grauen Star, einfach leben gelernt haben und gar nicht auf die Idee kommen, vielleicht sich hier behandeln zu lassen. Scherdinger etwa mussten bisher für Augenoperationen ins Krankenhaus nach Ried fahren. Das ändert sich ab April. In Scherding eröffnet nämlich eine neue Tagesklinik etwa für graue Star- und Augenlidoperationen. Eingriffe, die auch während der Pandemie durchgeführt werden. Es ist ja so, dass gerade die augenärztlichen Operationen und die Tagesklinikoperationen ja ein bisschen weniger an Infrastruktur brauchen. Neben den Augen-OPs behandeln die Mediziner hier auch Netzhautkrankheiten. Patienten bemerken dabei oft nur, dass sie schlechter sehen. Es gibt aber einen Unterschied zur normalen Sehschwäche. Wenn man das Auge zuerst mit einem Fotoapparat vergleichen möchte, wo man immer hört, ich brauche eine Brille, Kurz- oder Weitsichtigkeit, das ist die Optik. Und die Brille stellt sozusagen die Optik scharf. Und bei der Netzhauterkrankung, das ist der Film. Da ist der Film nicht sozusagen funktionstüchtig, das hat mit der Brille gar nichts zu tun. Und da müssen wir, wenn man das so will, die Netzhaut, sprich den Film, versuchen wieder entsprechend zu reparieren. Denn unbehandelt können Netzhauterkrankungen im schlimmsten Fall blind machen. Eine Therapie ist also unbedingt nötig und immer gefragter. Netzhaut und andere Augenkrankheiten nehmen zu. Wir kennen die demografische Entwicklung, wo sich ja die Behandlungspyramide oder die Alterspyramide auf den Kopf gestellt hat. Das heißt, in Zukunft immer ältere und mehr ältere Leute. Das heißt auch zugleich mehr Augeneingriffe. In der Scherdinger Tagesklinik arbeiten Augenärzte aus dem Krankenhaus Ried. Für die Patienten aus Scherding ein Vorteil. Denn ab sofort müssen sie für eine Behandlung nicht mehr die Reise nach Ried antreten.